und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, weil eine neue Quest begonnen hat und die werden wir heute machen. So, wir müssen die Pumpen aktivieren. Wie ich es vermutet hatte, das Verteidigungssystem hat die Brücke abgeriegelt, verschlackt. Hier ist eine Schaltstelle, aber der Alarm hat die Stromzufuhr gekappt. Sieht aus, als gäbe es zwei Ladeanschlüsse. Ihr müsst zwei Kernpumpen finden. Schafft ihr das? Natürlich. Eine Sache noch. Es gibt hier unten ein Meisterfaktotum namens... Grüße. Ich bin Arius. Ein wichtiger Hinweis. Das heilige Cogitum-Centralis ist derzeit versiegelt. Ich empfehle, das Cogitum-Centralis umgehend zu verlassen. Danke für euer Verständnis. Das wird nicht passieren, Arius. Okay, reden wir erstmal damit. Beginne Entitätenanalyse. Fehler. Entität existiert außerhalb bekannter Possibilitätspunkte. Leite Übergang zur allgemeinen Empfangsmatrix ein. Hallo. Was seid ihr? Ich bin Arius, das Automaten-Incarnum-Observationssystem. Meister Siel erschuf mich, um die unterstufigen Operationen der Stadt der Uhrwerke zu betreuen und zu überwachen. Diese Partition kann nur Anfragen bis einschließlich Klasse 7 beantworten. Danke für euer Verständnis. Euer Meister ist in Gefahr. Lasst uns durch, damit wir ihm helfen können. Beurteile Bedrohungen für Meister Siel. Träume. Offenes Fenster. Sonnenstrahlen durch eine Scheibe. Bedrohungsanalyse vorbereitet. Kandidat Numidium, negativ. Kandidat Almalexia, negativ. Kandidat Auslöschung, negativ. Keine existenzielle Bedrohung registriert. Es gibt eine Bedrohung, die Dädrische Fürstin Noctural. Greife auf private Bedrohungssensoren zu. Träume. Aufgeschürftes Knie. Schlaflied. Bedrohung lokalisiert. Nocturnal. Ur da. Unergründliche Herren der Schatten. Kandidat registriert. Bedrohungsniveau mittel. Danke für eure Besorgnis. Könnt ihr uns nun helfen? Motivevaluation abgeschlossen. Nicht feindliche Absicht bestätigt. Assistenzschwellenwert wurde um 20% erhöht. Ich kann nun Ratschläge und Analysen anbieten. Zum Fortfahren ist eine manuelle Eingabe erforderlich. Niedere Automaten folgen noch Übertretungsprotokollen. Es wird zur Vorsicht geraten. Okay, also nach dem, was sie gesagt hat, nehme ich mal an, dass... ja, dass eventuell weniger Bedrohung hier ist, aber so wie ich das hier sehe, kann ich das jetzt nicht bestätigen, weil das sind, glaube ich, alle genauso, wie es vorher auch gewesen wären. Von daher... So, hier ist der Schalter, den ich natürlich jetzt wieder nicht machen kann, das war ja klar. Oh, nervt mich doch nicht. Ich will doch nur den Schalter drücken und dann wieder zurücklaufen. Oh, da komme ich noch nicht mal hin. Na komm. Es klappt. Versuch, die zweite Schaltstelle zu finden. Mach ich. Mach's das gut, Basti. So, da müssen wir erstmal den ganzen Kladderadatsch hier wieder zurücklaufen. Wobei ich mir nicht sicher bin, die ersten, ich wollte gerade sagen, die ersten müssten doch immer noch hier stehen. Oh, nerv mich nicht. Komm. Und natürlich habe ich wieder keine Ausdauer mehr. Wie lang ist das jetzt her? So. Quasi das gleiche in gespiegelt. Ah!
Ja, natürlich kann ich dann auch nicht rollen, weil ich keine Ausdauer habe. Wie immer. Ist das nicht schön? Nein, tut mir leid. Ich muss jetzt gehen. Dem laufe ich dann auch noch in die Arme. Es war so klar. Ach, wie ist das wunderbar. Gut gemacht. Jetzt muss ich nur noch... So, die Brücke ist frei. Ich habe das Notfallprotokoll aufgerufen. Die Kernverteidigung steht zwar noch, aber unser Weg wird zumindest nicht mehr so versperrt sein. Viele von Meisterseelsverteidigungen folgen nach wie vor den Ordnungsprotokollen. Mhm. Danke für den Tipp. So, aber wir können jetzt durch. Und das auf eine etwas schnellere Art und Weise, wenn man durchläuft. Man muss sich halt nur heilen können. Schalter. Mehr Schatten. Noch dichter als vorher. Verdammt! Ich sehe etwas. Irgendein Licht, das die Verderbtheit ausbrennt. Eine Lampe. Wie die... Leg doch mal diesen Schalter um. Noch ein Schalter. Probiert ihn aus. Ja, wie soll ich... Ah. Bei meiner Rettung sagte Sotasil, eines Tages würde ich ein Licht erstrahlen lassen. Kann das... Fragen für eine andere Zeit. Bleiben wir in Bewegung. Okay. Ihr folgt mir, was? Tapfer und töricht. Mehr Schatten. Hoffentlich war Sotasil vorausschauend genug, die Lampen auch hier einzubauen. Ja, war er. Aber der Gegner war so vorausschauend und hat hier Gegner eingebaut. Der Tag wird unser sein. Mein schwer ist es ja nicht, ne? Man läuft ja halt nur durch und muss immer die Schalter umlegen. Ich kann immer zwei von den Viechern mitholen. Müssen hier durch. Oh, lauf, Mann. So, Sotasil, ich rette dich. Habt ihr es geschafft, meine Schatten zu bannen? Genießt den Sieg, solange ihr noch könnt. Es braucht mehr als Lampen, um mich vom Thron fernzuhalten. Bist du dir da sicher? Da geht's weiter. So tiefer, doch, da muss ich... Ihr solltet mir danken. Wenn ihr nur wüsstet, wozu Sotasil fähig ist, dann würdet ihr ihn auch töten wollen. Seid gegrüßt. Diese Partition steuert den Betrieb der Allachse sowie die Torkontrollen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ihr müsst das Tor öffnen, das uns den Weg in den Thronsaal versperrt. Evaluiere Zugangsgesuch. Träume. Regentropfen auf einer Scheibe. Holzrauch. Zugang gewährt. Bitte geht zügig zum Thronsaal weiter. Dätrische Verderbnis registriert. Das ist ja toll. Das heißt was? Der ist tiefer. Okay, runterspringen kann ich leider nicht. Schade. Das heißt, dass wir wahrscheinlich... Noch ein Tor. Verdammt! Wir müssen die Freigabe finden. Nee, hier müssen wir runter, oder? Ja, 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 genau. Ihr seid dicht dran, aber nicht dicht genug.
Jetzt hole ich diesen Narren vom Thron und nehme mir, was mein ist. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass das so ein bisschen verwirrend hier aufgebaut war. Ich bin nämlich immer komplett woanders rumgelaufen, das weiß ich noch beim ersten Mal. Och, Leute. Er benutzt den Generalschlüssel, um den wahren Sotasil zu entthronen. Wir dürfen ihn nicht in diese Maschine hinein. Ich sehe, ich muss euch dauerhaft erledigen, um meine Aufgabe zu vollenden. Sei's drum. Dann kommt, stellt euch der Dunkelheit. Wenn du Feigling nicht immer woanders wärst. Oh, natürlich wird das wohl nicht. Wo kommt ihr? Was tut ihr da? Es ist einerlei, wo ich herkam. Ich halte Sil am Leben, ihr undankbares Weib. Dieser Schatten darf nicht entkommen. Beeilt euch bloß. Ich kann das Licht nicht lange halten. Selbst nun, ganz am Ende, zankt ihr noch. Oh, ihr berechenbaren Sterblichen. Sie ist hier, Nocturnal. Warum wehrt ihr euch so? Seht ihr nicht, dass es hoffnungslos ist? Schlaft jetzt. Gebt der Finsternis nach. Ich halte nicht mehr lange durch. Hoch mit euch, Kameradin. Ihr müsst den Generalschlüssel drehen. Jetzt! Ich gebe nicht auf. Geht, meine Freundin. Tut, was ihr sagt. Schließt den Thron auf. Befreit Sotasil. Dann lasst es mich auch endlich tun. Mann. Unerwünscht, Urdra. Die Stadt der Uhrwerke wird euer Gewicht nicht länger tragen. Fort mit euch. Du erreichst nichts, kleiner Götterling. Die Triade ragt über den Gestaden von Sommersend auf. Alles, was ist, wird unser sein. Gute Arbeit, meine Freundin. Genug mit dem Theater, Luciana. Auf die Beine. Luciana? Oh. Wir sollten zur Oberfläche zurückkehren. Das ist kein Ort für Sterbliche. Ja, und wie? Achso, durch das Portal. Die Gefangene. Endlich. Ihr seid zu früh, oder vielleicht auch zu spät. Es macht kaum einen Unterschied. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Tamriel steht in eurer Schuld. Seid ihr wieder voll hergestellt? Wiederhergestellt? Ja, bin ich. Ich habe meinen Schatten zurück. Und mit ihm das Wissen darüber, was sich ereignet hat und was noch kommen wird. Ich schulde euch einen Gefallen. Ein geleisteter Dienst verlangt eine präzise Entsprechung, wie bei allen anderen Gleichungen auch. Ich frage mich, was ihr wohl von mir verlangt. Welche Art von Gaben habt ihr denn zu bieten? Könnt ihr mir... Gut, wir müssen uns entscheiden. Ich wollte jetzt einfach von oben weiterfragen. Das war natürlich nicht so clever. Könnt ihr mir Macht verleihen? Ich habe Macht, indem ich keine Macht brauche. Also, was ist mit dem Generalschlüssel? Wofür brauchen wir den? Brauchen wir nicht? Luciana ist während der Schlacht zusammengebrochen. Habt ihr die Macht, ihr zu helfen? Altruismus. Eine seltene Eigenschaft. Luciana wird sterben. Wenn nicht hier und jetzt, dann später an einem anderen Ort. Ich kann ihren Tod hinauszögern, wenn ihr wünscht. Doch, zu welchem Zweck? Denkt gut darüber nach. Luciana bedeutet mir sehr viel, aber Trauer ist nicht abzuwenden. Man kann sie nur umleiten. Ich habe mich entschieden. Fragt danach und ihr werdet es bekommen.
Ich will Macht! Nein, bitte rettet Luciana. Es ist vollbracht. Die Neukalibrierung könnte eine gewisse Zeit dauern, doch die Aufseherin wird sich vollkommen erholen. Ich weiß, dass sie dieses Geschenk sinnvoll nutzen wird. Bitte nehmt auch dies hier. Eine Anerkennung aus meiner persönlichen Sammlung. Sie gehört nun euch und hat schon immer euch gehört. Ja, und damit erhalten wir Lucianas Kodex der Meisterschaft. Damit können wir 2 Stunden lang 100% mehr Erfahrung aus allen Quellen bekommen. Immer nur dann natürlich, wenn wir im Spiel sind. Und wir erhalten belebende Hände von Set Stromschlag. Ich kann nicht mehr sprechen heute. Und einen Fertigkeitspunkt. Seltsam. Ich habe ganze Lebzeiten hier in der Welt der fassbaren Formen verbracht. Doch immer, wenn ich aus dem Thron entsteige, ist es wieder, als würde ich sie zum allerersten Mal erblicken. Angeschlagen. Ärmlich. Wunderschön. Was werdet ihr jetzt tun? Es scheint, als müsste ich meine Arbeit etwas verschieben. Als ich meinen Schatten zurückgewann, habe ich eine Menge erfahren. Über dädrische Pläne, über Bündnisse und Verrat, über die Rückkehr von Dingen, die in der Zeit verloren gingen, über den Verlust von Dingen, die die Welt für sicher hielt. Ich habe noch viel zu tun. Kann ich helfen? Was braucht ihr? Kurzfristig brauche ich die Weitführer. Er brach auf, um sich um Angelegenheiten außerhalb meiner Feste zu kümmern. Ich wünsche, mit euch beiden in einer privateren Umgebung zu sprechen. Bitte sucht für und trefft mich dann an der elegischen Replikation. Ich werde ihn finden und euch dort treffen. Wir unterhalten uns bald wieder. Finde zunächst die weit für. Ich wünsche, dass ihr mich beide an der elegischen Replikation trefft, einem Denkmal südlich von hier. Unser Gespräch sollte fernab neugieriger Augen und Ohren stattfinden. Selbst denen meines eigenen Volkes. Wo ist Luciana jetzt? Ihr findet sie an ihrem Rückzugsort, hier in der Basilika. Meine Faktoten nehmen sich derzeit ihrer Wunden an. Natürlich wisst ihr schon, wie das enden wird. Ich hoffe, dieses Wissen beschert euch ein gewisses Maß an Frieden. Okay. Optionale Schritte. Sprecht mit der Aufseherin. Auch Bastian. Das ist in der Richtung. Das würde ich mich auch gerne vorher machen. Und da ist noch ein Buch. Datum, Monat und Tag unbekannt. Das ist immer super. Lest euch das gerne durch, wenn ihr möchtet. Einfach kurz die Pause-Taste drücken und dann könnt ihr das ganze Buch durchlesen. Da ist noch ein Buch. Nee, Schreibtisch durchsuchen. Oh, direkt mal eben alles geöffnet hier. Okay. Hallo, Luciana. Seht, Sotasil, ist er... Ihm geht es gut. Wir haben es geschafft, Luciana. Den Rädern sei Dank. Die Leute. Meine Leute. Sind in Sicherheit. Er wusste es. Er wusste, dass es so kommen würde. Er sagte, eines Tages würde ich ein Licht erstrahlen lassen. Versteht ihr? Alles lief hierauf hinaus. Alles. Jede Schlacht. Jeder Kummer. Es ergibt endlich alles Sinn. Bald werdet ihr Sotasil sehen. Ich bat ihn, euch zu retten. Darum habt ihr ihn gebeten? Nach all der Ungeduld, mit der ich euch begegnet bin? Der aufbrausenden Art? Ich sollte nicht überrascht sein. Ich bin noch keiner menschenfreundlicheren Seele begegnet. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob selbst Sotasil mich dieses Mal noch retten kann. Ich spüre es in den Knochen. Es geht zu Ende. Er hat mir versprochen, dass ihr das überleben werdet. Vielleicht habt ihr recht. Wisst ihr, vor langer Zeit habe ich Sotasil darum gebeten, jemanden zu verschonen, der mir am Herzen lag. Er lehnte ab. Jetzt verstehe ich. Ich begreife es.
Ich werde versuchen, dafür zu sorgen, dass sich eure Entscheidung lohnt. Ihr habt mein Wort. Ja, dann suchen wir mal den Rest der Bande. Dazu müssen wir erstmal raus, ne? Ja. Irgendwie ist das so eine bedrückte Stimmung, habe ich so das Gefühl. Da ist er nicht. Sondern er ist, ja, gute Frage, irgendwo am Ausgang, nee, das wäre eins zu weit. Irgendwo am Ausgang, beziehungsweise vor der Stadt, so wie es aussieht. Ja, genau. Und noch weiter hinaus. Was macht er denn da hinten? Nee, er müsste... Achso, doch, hier oben steht er. Guckt sich die Sterne an, so wie es aussieht. Ah, meine ehemalige Begleitung. Ihr wirkt erstaunlich gut beieinander. Die meisten Sterblichen, die in einen dädrischen Gewittersturm geraten, würden irgendeinen bleibenden Effekt davontragen. Ich bin beeindruckt. Verblüfft, aber beeindruckt. Sotasil bat mich, euch zu finden. Jetzt schon? Ich hätte damit gerechnet, dass er mindestens eine Woche wartet, bevor er mich zu sich bestellt. Sils Vorstellung von Zeitabläufen hat nur eine sehr bedingte Ähnlichkeit zu der unseren. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Ich komme gleich nach. Wo wart ihr? Luciana und ich sind im Kampf gegen den Schatten beinahe umgekommen. Seid ihr aber nicht. Wie schön für euch. Ich suchte nach einer anderen Route zum Thron, durch Immergrau. Unglücklicherweise jedoch bemerkte Nocturnal meine Anwesenheit auf der Stelle. Doch das ist eben eine der wenigen Bürden, die man zu schultern hat, wenn man über nahezu göttliche Macht verfügt. Ich bin nur schwer zu übersehen. Dann hat sie euch also gefangen? Gefangen? Nein. Vielleicht ein bisschen behindert. Zum Glück wandte sich Nocturnals Aufmerksamkeit euch und der guten Aufseherin zu, als ihr den Schatten besiegt habt. Das gab mir die Gelegenheit, das wahre Ziel ihres rasenden Zorns genauestens festzumachen. Euch. Ich bin ihr zum Thron gefolgt. Der Rest ist Geschichte. Schön. Also, was macht ihr hier draußen? Ich lasse das hier alles auf mich wirken. Ihr haltet mir einen Augenblick der Verletzlichkeit gewiss nicht vor. Dieser Ort ist etwas Besonderes. Ich spüre, dass ich wohl nicht so bald an ihn zurückkehren werde. Vielleicht sogar nie mehr. Wenn man so lange gelebt hat wie ich, gewinnt diese Vorstellung tatsächlich an Bedeutung. Was hält euch davon ab, hierher zurückzukommen? Man kann die Triumphe eines Rivalen nur eine bestimmte Zeit lang bestaunen, ehe aus Ehrfurcht Verachtung wird. Und ich habe keine Zeit für kleinliche Eifersüchteleien. Ich habe meine eigenen Pläne und zahllose Ebenen zu erforschen. Ich kann es mir nicht leisten, irgendwo zu lange zu verweilen. Ja, trefft euch mit Fürth und Sotasil. Jetzt bin ich gerade am gucken. Und zwar hier vorne bei dem Augensymbol. Dann reiten wir da doch nochmal eben schnell hin. Warum sollen wir uns hier quasi mitten in der Wildnis mit ihm treffen? Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber wir werden es herausfinden. Hier oben drauf wahrscheinlich, oder? Ach, das ist das. Doch, ich kann mich doch noch dran erinnern. Danke für euer Erscheinen. Natürlich, alter Freund. Ihr wirkt bedrückt. Noch bedrückter als sonst, meine ich. Aufmerksam, wie immer. Ich will eure Leistung nicht schmälern, aber Nocturnals Niederlage hier wird nicht von Dauer sein. Und darüber hinaus agiert sie nicht allein.
Am Rande meiner Wahrnehmung lauert ein dritter. Ihr begehrlicher Blick ruht nun auf den Sommersendinseln. Dann sollten wir dem Rest der Psychiker Bescheid geben. Sie müssen sich vorbereiten. Ich sage es Ihnen persönlich. Ich habe eine andere Aufgabe für euch, D-White. Nehmt den Generalschlüssel. Versteckt ihn, solange ihr nur könnt. Diese Aufgabe findet euer Gefallen, nicht wahr? Immerhin brachte die Liebe zu solchem Tant euch überhaupt erst hierher. Manchmal frage ich mich, ob ihr zu viel seht. Ich verwahre ihn sicher. Lebt wohl, D-White Für. Dies war unser letztes Treffen. Ich war schon seit Jahrhunderten nicht an diesem Denkmal. Doch selbst ich brauche ab und an Gedächtnisstützen. Gefällt euch dieser Ort? Ich habe fast ein ganzes Jahrzehnt gebraucht, um ihn zu vervollkommnen. Jeder Stein und jede Blume erzählt eine Geschichte. Geschichten darüber, wie die Dinge waren, wie sie sein sollten. Ich habe bei mehr als einer Gelegenheit darüber nachgedacht, ihn zu vernichten. Ich freue mich, dass es nicht so weit kam. Ich habe Fragen. Ich weiß. Fragt, und ich werde wahrheitsgemäß antworten. Doch ihr solltet wissen, dass die Wahrheit oft darin scheitert, einen zufriedenzustellen. Wer seid ihr wirklich? Ihr erwartet etwas Grandioses, doch ich versprach euch die Wahrheit. Ich bin lediglich das, was die Zeit und die Umstände aus mir gemacht haben. Der Sohn eines verlorenen Hauses, der Freund eines gefallenen Königs. Manch einer wird euch sagen, dass wir das Produkt unserer Entscheidungen sind. Ich konnte das an mir nie feststellen. Aber ihr sollt doch auch ein Gott sein, richtig? Ich bin stets das, was mein Volk gerade von mir braucht. Ein Wächter, ein Unterdrücker. Für manche zu entrückt, für andere zu zudringlich. Ich bin die Leinwand, auf der die Leute ihre Träume und ihre Missgunst malen. Ein Gefäß für ihre Hoffnungen und Zweifel. Ein Spiegel. Nicht mehr. Wenn ihr das glaubt, warum nennt ihr euch dann überhaupt einen Gott? Das tue ich nicht. Doch meine Gefährten Vivek und Almalexia sehen ihre Göttlichkeit als etwas Essentielles an. Ihr Status als Gottheit bringt ihnen Freude und einen Daseinszweck. Sie finden Sinn im Theatralischen. Wer bin ich denn, ihnen das zu rauben? Wie sehen eure Gefühle Almalexia gegenüber aus? Almalexia entzieht sich einer schlichten Analyse. Ich glaube, sie könnte sich nicht einmal selbst zutreffend beschreiben. Um Almalexia zu verstehen, muss man zunächst den Wert der Fiktion begreifen. Vivek geriert sich als der Poet, doch in Wahrheit ist Ayem die größere Geschichtenerzählerin. Wie? Vivek kennt die Grenzen, die Fakt von Fiktion trennen. Er kennt sie so gut, dass er inzwischen gelernt hat, wie man sie überschreitet. Er existiert innerhalb seiner Reimkunst, doch er erkennt die Lügen darin, die Widersprüche. Er glaubt seine eigenen Geschichten und zugleich glaubt er sie auch wieder nicht. Inwiefern ist Almalexia anders? Sie glaubt ihre Geschichten vorbehaltlos, wie alle anderen auch. Ihre Fähigkeit zur Täuschung erscheint grenzenlos. Sie bringt Lügen aus wie ein Meistergärtner seine Saat. Und die Ernte an Vertrauen und Anbetung, die sie einfährt, ist in ihrem Ausmaß atemberaubend. Stört es euch? Ganz und gar nicht. Wie ich schon sagte, wir... Ein jeder von uns ist durch seine Natur gebunden. Almalexia tut, was sie tut, weil sie nicht anders kann. Das wird nicht gut ausgehen. Doch andererseits bringen selbst die besten Enden nur selten Freude. Und was ist mit Vivek? Vivek ist mein Bruder. Er weiß, womit ich kämpfe, und ich weiß, womit er kämpft. Dieses Wissen macht unsere Beziehung kompliziert. Jemanden wirklich zu kennen, ist ebenso sehr Fluch wie Segen. Womit kämpft er denn? Mit Reue. Daran wenigstens sind wir gebunden. Er leidet auch an einer Art Versklavung. Sie ist meiner eigenen nicht einmal so unähnlich. Schönheit hält den Schlüssel zu seinen Ketten. Schönheit und die Liebe zu großen Werken, zu großen Höhen. Sein Appetit ist in jeder Hinsicht unersättlich.
Daher auch seine Verzweiflung. Verzweiflung? Ja, die Verzweiflung eines Poeten. Vivek sehnt sich nach radikaler Freiheit, dem Tod aller Grenzen und Beschränkungen. Er möchte immer alles gleichzeitig sein. Jedes Volk, jedes Geschlecht, jeder Held, göttlich und doch endlich. Aber in letzter Konsequenz kann er nur Vivek sein. Und das ist nicht genug, ein Götterheld zu sein? Nicht einmal ansatzweise. Welchen Zweck dient das alles überhaupt? Die Stadt der Uhrwerke? Ich frage mich manchmal das Gleiche. Dürfte ich euch etwas beichten? Natürlich. Ich leide an einem eigentümlichen Gebrechen. Soll ich es beschreiben? Ich trage die grausame Bürde der Gewissheit. Vollkommener, absoluter, unerbittlicher Gewissheit. Die Leute begreifen kaum, was für ein Luxus der Zweifel ist. Die Freiheit, die aus der Unentschlossenheit erwächst. Ich beneide euch. Hattet ihr nicht gerade gesagt, ihr zweifelt daran, ob die Stadt der Uhrwerke die Mühe wert ist? In der Tat. Doch solche Fragen sind müßig, flüchtige Schwächen, die binnen eines Wimpernschlags kommen und gehen. Die Wahrheit lautet, dass meine Handlungen, die guten wie die bösen, unausweichlich sind, fest in einem Zeitpunkt verankert, bestimmt durch Abfolgen von Taten und Konsequenzen. Dann wart ihr dazu gezwungen, die Stadt der Uhrwerke zu bauen? Dazu verleitet. Diese Stadt dient einem hehren Ziel, der Erlösung Tamriels, der Zusammenführung widerstreitender Kräfte, der Vernichtung der Daedra. Bedauerlicherweise ist es ein Unterfangen, das sich auf ein Rahmenwerk aus Leichen gründet. Verrat. Ungeahnten Schrecken. Steht ihr? Vielleicht? Vielleicht. Das Wort, das ich mehr auszusprechen begehre als alle anderen. Haltet dieses Wort fest, meine Freundin, und lasst es niemals los. Wechseln wir das Thema. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Ich habe die weit angewiesen, vor der kommenden Schlacht davonzulaufen. Nun dränge ich euch, darauf zuzueilen. Vor langer Zeit handelte ich einen Waffenstillstand mit den Fürsten aus dem Reich des Vergessens aus. Dieser Pakt band 8 Fürsten an einen Eid, dass sie nie wieder einen Fuß auf Tamriel setzen würden. Wenn das stimmt, wie konnte uns Nocturnal dann im Cogitum angreifen? Nocturnal war nicht dabei, als die Fürsten das Abkommen von Kalthafen unterzeichneten. Folglich missachtet sie seine Einschränkungen. Das hier ist wichtig. Nocturnal agiert nicht allein. 2 andere Fürsten liegen auf der Lauer. Clavicus Vile und Mephala. Ich habe Clavicus Vile schon auf Wadenfell besiegt. Besiegt? Verzeiht mir meine Freimütigkeit, aber Clavicus Vile ist durch Waffengewalt nicht zu besiegen. Genauso wenig wie Mephala. Was sollten wir also tun? Ich habe Vorbereitungen außerhalb meines Uhrwerkreichs zu treffen. Ihr müsst wachsam bleiben, achtet auf sämtliche dädrischen Vorstöße und seid zum Kampf bereit. Die Gefangene gebietet über große Macht und verwandelt Metaphern in Wirklichkeit. Wir werden euch brauchen, bevor das Ende kommt. Warum nennt ihr mich immer wieder die Gefangene? Als törichte Hoffnung vielleicht. Ich sollte das erklären. Seht euch um. All das existiert, weil es existieren muss. Ich stehe hier an diesem Ort, in diesem Moment, nicht deshalb, weil ich es so will, sondern weil ich muss. Eine Folge von Taten und Konsequenzen. Aber wärt damit nicht ihr der Gefangene? Schlau, aber unrichtig. Die Gefangene muss 2 entscheidende Einsichten gewinnen. Erstens muss sie sich der Realität ihrer Gefangenschaft stellen. Sie muss die Mauern der Determination sehen, die Kausalketten, die sie auf ihrem Kurs halten. Ihr habt das getan? Das habe ich. Doch es mangelt mir an der 2. Einsicht. Die Gefangene muss die Tür zu ihrer Zelle sehen. Sie muss durch die Gitterstäbe blicken und das erkennen, was jenseits der Kausalität existiert. Jenseits der Zeit. Nur dann kann sie entkommen. Ihr seht diese Tür nicht? Ich sehe nur schwankende Mauern.
Wenn die Bewohner Tamriels schon innerhalb dieser Zelle existieren müssen, dann sorge ich dafür, dass die Mauern fest sind, die Löcher darin gestopft werden und alle hinter ihnen in Sicherheit bleiben. Welchen Zweck dient das alles überhaupt? Die Stadt der Uhrwerke haben wir doch eigentlich schon gefragt. Ich frage mich manchmal das Gleiche. Dürfte ich euch... Ich leide an einem eigentümlichen Gebrechen. Soll ich es beschreiben? Ich trage die grausame Bürde der Gewissheit. Ja, das ist das, was wir alles schon gesagt haben. Vielleicht. Okay, ich habe wenige Helden wie euch getroffen. Sehr wenige. Ich werde diese Angelegenheit mit der Triade selbst besprechen. Doch ehrlich gesagt, könntet ihr es sein, die uns rettet. Die Gefangene befreit die Welt. Wir werden sehen. Lebt wohl. Und wir erhalten ein erfülltes Gewand vom Warntüffler, einen Fertigkeitspunkt und etwas, was ich persönlich ziemlich cool finde, nämlich einen Einrichtungsgegenstand, den ihr einmal in jeden eurer Häuser reinstellen könnt, nämlich das rotierende Celestiodrum. Eine Belohnung für den Abschluss der Quest, das Licht des Wissens in der Stadt der Uhrwerke. Ja, und damit ist er dann verschwunden. Wir können hier nichts einsammeln, so wie es aussieht. Aber hier sind noch Sachen, die man lesen kann. Die Verteidigung von Gramfeste. Okay. Würde ich gerne kurz... Okay. Lasst alle die Lektionen von Gramfeste hören, wo... Alm Sivis Zorn den geliebten Sohn des Reiches des Vergessens zerschmettert hat. Verflucht, verflucht. Verflucht sei der Name des Tyrannenkönigs des Unheils. Okay. Dann Vivek, der Kriegerpoet, den kennen wir ja schon. Die Klinge und die Leier, Kind der Wahrheit und der Lüge, von Vers und Metapher, lang möge er auf den Wegen Nirns wandern. Lange möge er suchen, was er begehrt. Und dann haben wir noch die letzten beiden. Und zwar Nereva, der Hauptmann. Hauptmann und König, Freund, Schüler und Hortator. Mögen wir immer seine Weisheit suchen und seine Vergebung. Und als letztes Sota Nal. Eine Seele, die Transzendenz verdient, möge ihr Lied im Zischen jedes Kolbens und im Seufzen jeder Feder klingen. Ja, und damit sind wir dann auch komplett durch mit der Hauptgeschichte von der Stadt der Uhrwerke. Ihr wisst ja, wir machen erst die ganzen Hauptgeschichten durch und kümmern uns dann um die Nebengeschichten, weil die bis auf ein, zwei Ausnahmen, glaube ich, in der Regel nicht mit den Hauptstories zusammenhängen. Ja, und wie schon angedeutet, in der nächsten Folge werden wir uns aufmachen nach Summer's End. Ich werde mal schauen, ob wir da die Einführungsquest noch zu finden, weil die habe ich bisher nämlich immer übersehen, glaube ich. Es gibt nämlich immer eine Einführungsquest, mit der wir dann auch entsprechend zum weiteren Bereich hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt immer so alle gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich schaue mal nach und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge in Summer's End wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.